Hi Leute und herzlich willkommen zu meiner 13. Folge von Let's Play World of Tanks. Heute mit meiner Su 100, welche ich schon voll ausgebaut habe. Ich habe die 122mm Kanone drauf mit 390 Schaden und 175 Durchschlag auf AP. Auf APCR sind 217 Durchschlag und bei 61 Durchschlag und 530 Schaden. Das ganze Spiel hier ist ein Stufe 8 Gefecht auf Küste. Und ich werde mich jetzt hier hinten erstmal auf die TD-Funktion stellen, da ich selber auch sehe, dass mein Team hier in Unterzahl ist auf dieser Seite. Deswegen können wir uns nicht aggressiv verhalten. Jetzt hier auch mein Busch. Der ist sehr gut, auch für TDs mit wenig Gun Depression, weil ich weiß es jetzt nicht, ja, die Russen sind ja auch dafür bekannt, dass die nicht so viel Gun Depression haben und man kann trotzdem sehr gut da arbeiten. Es dauert jetzt natürlich erstmal, bis die Gegner kommen. Man sieht es auch schon da, der Type hat sie da jetzt gespottet. Die 2 T-34-85M. Aber wie gesagt, ist halt eine sehr defensive Position. Deswegen muss ich jetzt auch erstmal warten, bis die Gegner rankommen. Man sieht es jetzt auch hier. Wir sind halt hier wirklich nur sehr leichte Panzer ohne Panzerung und auch nur 6er, bis auf diesen LTG noch, welcher ein Stufe 7 Scout ist. Ja. Aber die Gegner kommen anscheinend auch nur mit 3 oder 4 Panzern da. Und der E2 ist schon 374. Glücklicherweise für ihn nochmal zurückziehen könnte. So, ja, auf der Uni, ich warte jetzt noch, man sieht auch am Indikator da unten, dass ich nicht durchgekommen wäre, hab jetzt gewartet, während die Seite gezeigt, ich kam jetzt locker durch, lag dann jetzt aber auch auf ACR und wer sich höchstwahrscheinlich kein zweites Mal so weit vortrauen wird. Nochmal auf den T-34-85M. Ist auch krass, das ist halt einfach schon Half-Life von dem, also zwei Schüsse und man hat den 6er entsorgt. Und ja, das war jetzt an sich eher schade, dass er mich noch getroffen hat, aber es hat sich an sich auch gelohnt. Ich meine, er hat mir 257 Schaden gemacht. Ich habe ihm da 360 gegeben. Warte jetzt auch, weil ich von ausgehe, dass er dann noch mal blind reinschießen wird. Aber dem scheint nicht so zu sein. Ja, der T-85 ist offen, kriegt ich einen Schuss. Und da der Uni jetzt im Reload ist, kann ich mich auch wieder ganz normal vortrauen. Auch schon, die Su ist nicht der genaueste TD, aber der Eigenschaft. Und hier 470er High Roll, fast 100 Schaden mehr gemacht, 80 Schaden mehr gemacht als der Durchschnittsschaden beträgt. Und 3,00. Der Killshot bei uns wieder. Aber der Uni ist auch abgeprallt mit AP 700 Schaden geblockt. Man sieht es unten links schon. Der IS-2 schießt jetzt auch langsam mit HE. Keine Ahnung warum, aber nur zum Vorteil für mich. Denn er wird mich nicht penetrieren können. Da ist er weg. Hier, 77 Schaden. Deswegen hätte er mit AP oder sowas geschossen. Er wäre an sich, glaube ich, locker durchgekommen. Und ich wäre Geschichte gewesen. Da schießt er jetzt blind hier rein, deswegen warte ich auch erstmal hier hin. Und fahre nicht gleich wieder hoch in den Busch. Oben links sieht man es jetzt schon. Ich habe jetzt schon eine 4000er W8.
Und das Ganze damit 2270 Schaden. Hab jetzt hier auf meinem Type 64 gepinkt, dass er da mal spotten soll, aber der schießt lieber da in der Mitte auf den Skoda, welcher jetzt gestorben ist. Und der macht den T-34-50M auf. Der ist jetzt auch schon weg. Da ist der IS-2 auch wieder. Jetzt heißt es an sich abwarten. Er ist ein One-Shot. Der T-34-85M ist ein One-Shot. Ich bin auch ein One-Shot für den. An sich, wir können da nicht vorfahren. Deswegen, ich verstehe es nicht ganz, was sie da jetzt so machen. Wir fahren da beide auf den drauf. Vor allem dann als Sechser da auch gegen den Siebener. Keine Ahnung warum. Zu zweit könnten sie es natürlich vielleicht schaffen. Aber da müsste einer links, einer rechts rum und einer müsste sich den Treffer fangen. Und da der IS-2 wahrscheinlich noch HE geladen hat, müsste das für T-34-85 machen. Ja, die fahren jetzt natürlich die ganze Zeit die Kreise um den Berg, weil ich keinen erwischen lassen will. Ja, und jetzt Arti hat den Type rausgeschossen. Da guckt, das meine ich, die IS-2 hat HE geladen, T-34-85M hat den Treffer überlebt und wäre er vorher vorgefahren, hätte er zusammen mit dem Type die IS-2 rausnehmen können. So ist er jetzt einfach gestorben. Ja, jetzt ist natürlich, man sieht es auf der Minimap, er hat den Turm zu mir gedreht gehabt und jetzt war ich mir nicht ganz sicher. Kommt er jetzt noch? Kommt er jetzt nicht? Und hab ihn gewartet. Ich werde jetzt das Ganze hier auch mal ein bisschen vorspielen. Weil er kam nicht mehr. So. Jetzt lebt auch nur noch die IS-2. Man sieht, sie ist jetzt nach ganz hinten abgehauen. Habe ich aber leider nichts davon abgekriegt. Weil so schnell war ich dann auch nicht da. Schauen, der Typ killt. Der T-43 frisst immer eine 400er. Und Giga-P hat ihn getötet. Ja, das Ganze war dann ein sehr schöner Sieg. 700 Schaden geblockt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und macht's gut. Tschüss.